Die Landzunge ist erkundet. Ihr habt einen groben Überblick über den Ritualplatz. Wie ihr jetzt vorgeht, ist euch überlassen. Es ist späte Nacht, irgendwann am fünften Paraine, kurz vor dem schicksalshaften Tag. Und das ist der Anfang vom Ende. Wir beginnen. Nun gut, Carino, Ja, Ahmad. Kapitän. Ja, kurze Frage, wir sind jetzt unten auf dem Schiff, ja? Ich bin noch Nein, oben. oben. Also ich glaube, wir sind letztes Mal runtergegangen. Ja, das Ich war nicht. ja vorher. Mittlerweile naht der Morgen und ich nehme an, wir sind alle mittlerweile wieder irgendwo gesammelt. Ach so, ja, okay. Nun gut, machen wir es also einmal mehr auf eure Weise. Wie gehen wir die Sache an? Also, laut Aufklärung haben wir zwei Paktierer gegen uns und eine Handvoll von Söldnern. Wir sollten sie so schnell und leise wie möglich ausschalten, um nicht den Rest ihrer Truppen zu warnen. Ich Elder, schlage nabbel vor, mir. dass vor allem ihr, Kapitän, und ihr, euer Gnaden, euch den Paktierern widmet. Ihr werdet die besten Chancen haben. Das ist wahr. Noch dazu möchte er seine Gnaden meine Seite ja sowieso nicht verlassen. Das ist richtig. Eldan, Avelmir, was die Sache, dass das Thema leise angeht, habt ihr da vielleicht einen Trick im Ärmel? Ich persönlich nicht. Ich könnte nur mal probieren, mich mit möglichster Langsamkeit zu bewegen, um dieses Manko auszugleichen. Ich hätte einen Zauber, der sämtliche Geräusche um mich herum unterdrückt. Allerdings könnte Ihnen auch auffallen, dass gar keine Geräusche mehr an Sie herantreten. Also es funktioniert nur bis zu einem gewissen Radius, weil dann werden Sie merken, dass Sie sich einander nicht mehr hören. Könnt ihr diesen Zauber unterbrechen? Oder abbrechen? Ich würde mich einfach nicht so nah ernähren. Ich weiß, wie weit die Reichweite ist. Wie weit ist eure Reichweite? Lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es sind 7 Schritt. 7 Meter. 7 Schritt. Nun, ich denke, am lautesten wird es definitiv im Tempel sein, also solltet ihr euch dort in der Nähe aufhalten. Wir geben euch einen Geleitschutz mit. Die Söldner werden wir versuchen, mit Bogenschützen so schnell und leise wie möglich auszuschalten. Gut, dann machen wir also Folgendes. Karinor und Eldan, hier nehmt euch die Männer und sorgt dafür, dass diese Söldner an der Absteige kein Problem sind. Ahmad, wir beide werden uns im Tempel die Paktierer vornehmen. Havelmir, sucht euch aus, Paktierer? wo ihr am nützlichsten seid. Bitte? Sucht euch aus, wo ihr am nützlichsten seid. Ich denke, beim Paktierer ist meine Fähigkeit angebracht. Könnte helfen, ja, aber keine Großbrände, bitte, ja? Habt ihr Angst, diesen geschändeten Tempel abzubrennen? Ich habe Angst, dass man den Rauch meilenweit sieht und wir deswegen den Feind alarmieren. Gut, das ist ein Nun, Argument. der Nebel wird uns zumindest ein wenig Deckung geben, aber eine gewaltige Rauchsäule, ja, wird sichtbar sein. Kennt sich ja nicht mehr mit dem Wetter aus? Manchmal ist es ja auch ganz schön viel am Regnen, habe ich gemerkt, so am Boden. Wisst ihr denn, ob es hier bald regnet? Ich würde gerne eine Hochwettervorhersage machen. Dafür ist das Talent Dann schaut man Kiaras an, wie er sich wahrscheinlich gerade den Himmel anschaut, den Finger in die Luft steckt und ja. Möchte noch jemand proben? Dann brauche ich das in die Box. Ich möchte mir meine eigenen Gedanken machen, aber sie nicht mitteilen. Eldan, beziehungsweise Entschuldigung, Kiaras auch nochmal bitte in die Box werfen. Geht vor allem auch darum, dass du selber keine Informationen darüber hast, ob die Probe gelungen ist oder nicht. Wenn ich dir jetzt nämlich Informationen gebe, könnten die nämlich abweichen von dem, was Yalan weiß. Oder glaubt zu wissen. Oder glaubt zu wissen. Gut, aber Nun, der es regnet Regen. hier auf jeden Fall nicht so regelmäßig wie in meiner Heimat. Mit dem Nebel schwer zu sagen. Ich werde versuchen, eine Einschätzung darüber zu machen. Könnte auch anbieten, euch, Herr Greifenmund, den Zauber auf euch zu sprechen, dann würde die Zone sich mit euch bewegen. Falls ihr dann den Tempel stürmt, müsstet ihr euch halt auf die letzten paar Meter nähren, sonst könnten sie immer noch schreien. Und ihr könntet natürlich nicht mehr miteinander reden. Euer Falls Gnaden, gehe ich richtig in der Annahme, dass ihr das attackmächtig seid?
Da geht ihr falschen Annahmen nach. Ich habe diese Sprache nie gelernt. Kann man nicht einfach offensichtliche Signal benutzen? Hand nach vorne oder Finger nach vorne stürmen, Faust in die Luft anhalten? Das wenn ihr mir kurz einige Sachen sagt, die dieser Sprache relevant sind, dann versuche ich sie mir zu merken, aber ich kann nichts versprechen. Ich denke, einfache Symbole, Gesten... 3-4 Symbole sollten auf jeden Fall machbar sein, ja. Gesten, die offensichtlich sind. Ja. Okay, machen wir es erstmal abstrakt. Ich möchte einfach 3 Symbole mit ihm abklären. Eins für vorwärts, eins für halt und eins für sofort hier raus. Ich glaube, sofort hier raus wird sich so erschließen. Ja. Gut. Vielleicht hindert es sie auch, wenn sie ihre Dämonen anrufen wollen, daran dies zu tun, wenn die Stille herrscht. Das ist eine gute Idee, ja. Wir sollten uns allerdings bald auf den Weg machen. Carino, was meint ihr? Was das Wetter angeht. Ich fürchte, wir könnten bald Sonne bekommen. Wie es aussieht, ich denke nicht, dass wir direkt mit Regen rechnen können, solange der Nebel aufgezogen ist. Sehe ich da keine Möglichkeit. Allerdings kann sich der Nebel sehr, sehr schnell klären und es kann sehr schnell innerhalb von Minuten zum Regen kommen. Aber bis jetzt scheint mir der Nebel konstant zu bleiben. Wir sollten uns trotzdem beeilen. Kann man denn irgendwie Nebel machen, wenn man Nebel bräuchte? Ich kannte jetzt einen Magier, der das konnte. Das geht theoretisch, bloß verfügen wir nicht über diesen Kantos. Achso, ich dachte eher an diese kleinen Jahrmarktsbeutelchen, die diese Jahrmarktschreiber hatten. Sowas haben wir nicht. Sowas hatte unsere fliegende Dame damals, aber die wurden nicht leider alle davon haben. Die wurden leider alle in Helmport verbraucht, soweit ich das weiß. Wir hätten unsere Alchemisten davon welche herstellen lassen sollen. Nun, jetzt ist es zu spät. Also, alle Mann, bereit machen zum Angriff. Ich würde vorher noch meinen Waffenbalsam auftragen auf meinen Säbel. Ich erwarte einfach mal, dass jeder seinen Waffenbalsam aufträgt, denn wir haben ja genug da drin zu baden. Ich weiß gar nicht, welche Qualität war. D, C, D, E? Der war D. D? Okay. Was heißt alle Mann aufbrechen? Alle Söldner, die ihr habt, also ich habe die jetzt einfach mal hier auf diese Karte gezogen. Ich habe Körras da gerade die Verantwortung übertragen, er soll sich nehmen, wen er braucht. Das ist jetzt mich die Frage. Wir werden nicht zu viele mitnehmen, es müssen genug Leute auf der Arche bleiben. Ich vermute, wir nehmen die Bogenschützen mit und vielleicht ein halbes Banner. Zieh doch einfach die Token so, wie du sie brauchst. Ja, du hast jetzt Adlerbanner schützen. Ja. Ich schau gerade. Unten steht dann 45, das heißt, das sind 45 mögliche. Du kannst sie jetzt auch halbieren, kannst sagen 2020 oder 2025. Und auf dem Schiff sind dann sozusagen der Rest. Nein, dann nehmen wir die 45 Adlerbanner mit, dann nehmen wir das Falkenbanner mit. 90 Leuten rennen wir da jetzt rein. Wir bieten hart. 75 Leute. Ah ne, 80 ja. Leute. Ja, mit 80 Leuten rennen wir da jetzt rein, oder wie? Naja, was heißt rennen? Wir schleichen uns ran. Schnell überwältigen. Ich würde gerne auch meine Ballastrine mitnehmen aus meinem Rucksack, wenn mir die hochgereicht wird vom Chef. Ja, sollte gelingen. Gut. Und Bolzen, klar. Ja, sollte, glaube ich, klar sein. Gut, dann... Ach, Carino, was auch immer passiert, es darf niemand entkommen. Niemand. Teilt die Tokens dann noch auf in 5er-Tokens oder so? Ja, in 10er, oder? Natürlich, deswegen nehmen wir so viele Leute mit, um sie schnell und sicher auszuschalten. Wir sollten sie erst umzingeln und dann angreifen. Und wir werden uns wohl kaum mit 80 Leuten effektiv anschleichen können. Entsprechend, wenn ihr merkt, dass wir gesehen wurden, zögert nicht. Natürlich. Das sind jetzt jeweils Haufen zu 5 Mann, ja? Ja, ich kopiere die hier unten. Dann sind ja, das schon 5. Das sind Haufen zu 5 Mann. Ja, aber da steht immer 45 dran. Achso, Entschuldigung. Genau so. Gut, dann könnt ihr die so sortieren, wie ihr wollt und so führen. Mir ist egal, wer es macht. Es muss einer machen. Ich werde sie sonst nicht weiter berühren und bewegen. Keras, machst du das die ganze Zeit, oder? Ja, gut, mach ich.
weil ich kann ja sowieso keine Befehle verteilen, wenn ich stumm bin. Binnen ungefähr einer Stunde, wir haben es wie gesagt, nee, lass die mal bitte ein bisschen größer, wenn das fünf Mann sind. Ja, dann die sind ja ein bisschen größer als wir, die sind jetzt Medium. Geh mal noch eine Size größer. Binnen einer Stunde können dann diese 80 Mann über die Takelage, die letztes Mal hat Chiaris anbringen lassen, zusammen mit den restlichen Seilen, die dann verteilt werden, nach oben klettern. Die ein oder andere Schürfwunde, nichts von Belang, nichts, was irgendwie weiter aufhält. Und auch die anderen Helden können dann nach und nach wieder nach oben gelangen, beziehungsweise sind schon oben und könnt dann durch den Nebel aufbrechen. Die Nacht schützt euch zudem, nicht nur der Nebel, sondern auch, dass die Sonne gerade gänzlich fehlt. Aber ihr seid natürlich nicht unbedingt leise, von daher brauche ich jetzt keine Sich-Verstecken-Probe, sondern eine Schleichprobe von euch. Und auch einmal vertreten noch durch einmal ein paar Schützen und einmal die Infanterie. Frage, wirkt der Silenzium schon auf uns? Eldan hat noch kein Silenzium angesagt, oder? Ja, die Frage ist, auf was für eine Reich. Ich schätze mal, wenn wir so, keine Ahnung, noch einen halben Kilometer von den weg sind, würde ich den wirken. Na, dann seht ihr auf jeden Fall, dass Ahmad der talentierteste Schleicher des Lebens ist und einfach gerade durch dieses Gebüsch läuft und ja, scheinbar sehr bedacht darauf ist, sich nicht wirklich zu verstecken. Warum bemüht man sich überhaupt? Oh. Ja, den könnte ich schippen, aber zwischen den anderen ist es, glaube ich, relativ ersichtlich, dass das hier sowieso keinen Zweck hat. Gut, dann könnt ihr bis auf 500 Meter an diese Schlucht, an diese Klippe herantreten. Die Absteige selber könnt ihr noch nicht erkennen, aber ihr könnt es leicht entfernt etwas glühen sehen, so als ob dort einige Lichter angezündet sind, so etwas durch den Nebel durchschimmernd und leise Geräusche, die dann an euch herandringen, allerdings gedämpft einfach durch Holz bzw. ein Gebäude. Da drinnen ist das wohl relativ laut, so dass ihr euch zurzeit zumindest noch nicht hören, während ihr dann an den Büschen hängen bleibt oder ne, auf einen Hügel tretet, einen Maulwurfshügel, der danach gibt und dann hinfällt, klappernd. Was auch immer dort passiert. Wenn die Karte ein Meter gleich ein Meter, also ist das jetzt hier, wenn ich... Sind das jetzt zum Beispiel 3 Meter? Ja. Also sind wir hier? Genau, also es gibt hier nicht, also dieses Lagerfeuer ist nicht 1:1 in diesem Abstand aufgebaut. Da ist dann natürlich eine ziemlich große... Die können jetzt wirklich 1:1 sein, dass wir noch 100 Meter entfernt sind mit denen? Genau, das passt. Also das heißt, wir befinden uns jetzt hier nicht mehr in diesem Lagerfeuer, sondern von hier nach hier sind dann eben, wie gesagt, mehrere Kilometer. Aber dadurch, dass die Karte eben nicht komplett aufgebaut ist. Ja, dann würde ich ein Silenzium wirken, ich lasse mir Zeit und jetzt zwinge ihn um einen Punkt. Und... Die Modifikation ist, dass er auf Jalan halt wird, Zielobjekt. Bewegt er sich? Er folgt Jalan. Er folgt Jalan. Ich bin der Ankerpunkt. Gut, du hast die Erschwernis eingetragen? Ja. Durch Zeit lassen und einen Punkt erzwingen habe ich dann noch eine 1er Erschwernis. Gut. Dann kannst du dir die ASP abziehen und er wirkt auf Jalan. Ja, 7 Meter Reichweite. Ist der aufrechterhaltend oder festend oder irgendwo? Ich zahle ASP pro Spielrunde. Das ist gut, glaube ich, nicht die Frage. Wo steht Jalan? Ich hätte dich erstmal nur rangezogen an die anderen. Sekunde, dann werde ich wohl mit Ahmad relativ weit rechts stehen. Ich glaube, die Hexe ist raus. Die ist auf dem Schiff geblieben, also. Also wenn die sich mit den Nahkampf werfen möchte, bitte. Nee, ich würde. Okay, wenn auf mich gezaubert wird, werde ich mich dann hier nach rechts bewegen, mit Ahmad. Und auch wenn das nicht mitkriegt, ein bisschen mitziehen am Ärmel. Gut, erzwingen kannst du den Zauber nicht, weil die Modifikationen-Variante nicht erlaubt ist. Reicht dann das Ganze? Ja, dann habe ich halt 0 Punkte, also dann reicht es genau. Gut, dann hast du mit einem, beziehungsweise mit 0 Punkten gelungen und dementsprechend noch 1 Punkt über. Ist quasi genau das gleiche. Nur, dass du keine ASP zusätzlich verschwendet hast. Die Zone hat immer einen Radius von 2x ZFW-Schritt. Ja, und ZFW oder ZFP? Nee, sorry, ich bin doof. Das ist die für die Unbewegliche. Die hat normal ZFW-Schritt.
Ja. Das heißt, der ZFW ist 7. Gut. Ja, 7 Meter. Ja, dann könnt ihr bemerken, dass jetzt alles unglaublich leise ist und ihr gar nichts mehr hört. Nicht einmal mehr das Blut in eurem Kopf. Immer verwundert sich ein wenig, tritt mit dem Fuß sanft auf dem Boden auf, hört kein Rascheln der Steine unter seinen Schuhen und schaut dann zu Jalan, nickt ihm zu und geht in geduckter Haltung vor. Ja, wir haben ja Signale festgelegt. Ich klopfe Ahmad nochmal auf die Schulter. Wundere mich kurz, dass es kein Scheppern gibt. Ahmad schaut auch ein wenig verwundert um sich herum, mit halb offenem Mund. Nickt ihr dann aber zu und würde immer folgen. Dann links zu Carino, mach mal das Signal. Kannst du Attack? Nein. Ja, dann auch nur das Signal vor. Dann wird angegriffen, während Ömer schon mal ein bisschen Zeit kriegt, seinen Job zu machen. Also ich möchte mich betont langsamer bewegen als er. Ich möchte den Weg anzeichnen schon mal, wo ich langlaufe. Alles klar, kannst du loslassen? Und Jalan, du bleibst bei der Gruppe, ja? Ja. Um die Sturmlaufung zu verbergen. Ja, alles klar. Du kannst quasi jetzt dich so nah ranbewegen, wie du möchtest. Du kannst gerne dir auch nochmal beschreiben oder so etwas. Kannst auch nochmal Eldern mitnehmen, wenn du möchtest, oder bleibt hinten stehen. Das ist mir egal. Aber an sich passiert jetzt erst einmal nichts. Dann werden wir uns langsam, vorsichtig in Richtung des Dorfes bewegen. Keras hält die Leute. Wie langsam ist denn langsam so, weil Zeit, ASP kosten? Wie lange braucht Ömer denn, um da runterzukommen? Ömer braucht wahrscheinlich 5 Minuten für die gesamte Strecke, die jetzt gerade gelaufen ist. Na, sagen wir 2 Minuten für die Strecke gelaufen ist. Er ist eben geduckt und recht zügig weitergehust. Ist von 100 Meter, ne? Ist gar nicht so viel. Ja, genau. Solche 2 Minuten hat er sich Zeit gelassen dafür, um geduckt zu huschen, aber er ist eben nicht gerannt und hat sich immer dabei umgeschaut. Dann lassen wir uns. Ja, 100 Meter. 5 Minuten mal Spielrunde Zeit, oder? Richtig, lassen wir uns einfach mal eine Spielrunde Zeit, das ist ein glatter Wert. Gut, wenn die sich jetzt noch 2 Runden Zeit lassen, dann wird Ömer die Zeit nutzen. Und hierhin. Erstmal bis hierhin schleichen. Ja, im Tempel selber kannst du nichts hören. Da ist nicht so viel los. Immer noch gluckernde Geräusche oben von der Spalte, von dem Riss, von dem Kegelaufbau. Und in der Taverne ist leiser als vor ein paar Stunden noch, als du das erste Mal da warst. Das ist wahrscheinlich einfach der Zeit geschuldet. Du kannst noch ein paar flackernde Kerzen durch die Fenster erkennen. Einiges Gemurmel wohl, was dann nach vorne dringt. Und 2, 3, die vielleicht noch ein bisschen angetrunken oder besoffen sich unterhalten und nicht so viel Rücksicht auf die anderen Kameraden nehmen. Kannst auch noch erkennen, dass da wohl einige auch am Tisch eingeschlafen sind. Ja, es ist die typische Absteige von Piraten und Hadalup. Der Tempel selber ist leicht beleuchtet durch sowas wie verdorbene Gwenpetrelsteine, die in einem unheiligen, glosenden Blau leuchten. Kannst aber auch keinen im Inneren erkennen, keinen Priester, der dort steht oder schläft. Es gibt natürlich nicht den Einblick in den gesamten Tempel, es gibt dann noch sowas wie eine Sakristei, wo vielleicht eben auch die Aufenthaltsräume von Priestern sind, aber der Tempel ist erst einmal verlassen. Ein paar zerstörte Holzbänke, die du noch erkennen kannst. Sieht ähnlich aus wie ein normaler Tempel, allerdings kannst du vorne dann eben erkennen, der Altar ist natürlich dann pervers und mit einer Krake, mit Globomong, einem Frosch, verschiedene Wesen, die dann aus verschiedenen Sphären wohl gekommen sind, meist aus der 7. und dort dann eben ja in Stein oder in Gold, in Krakensilber gekleidet sind. Dann gibt man einige Handzeichen an Jalan, sobald er halbwegs in Sichtweite ist. Man wird an der Stelle jetzt kurz warten, vor allen Dingen sich auf das Hören eher verlassen, dass man an einer Stelle steht, wo man aus dem Tempel heraus nicht gesehen werden kann und wo man sich hier gerade irgendwo gegen die Wand lehnt, wo kein Fenster ist, und Richtung Jalan schauen. Das heißt, man hört eher, was im Tempel vorgeht, denn dass man was sieht. Also man sieht überhaupt nicht, was im Tempel vorgeht, und wartet darauf, dass Jalan in Sichtweite kommt, um einige Handzeichen zu geben. Ich habe gerade mal Attack gewürfelt und werde ihm das jetzt mal ganz einfach schildern, was ich ihm da jetzt schreibe. Ja, wie gesagt, 50 Meter, auf das muss er rankommen. Einfach durch Nebel, durch Dunkelheit, vorher bist du nicht zu erkennen. Wäre hier, ziehen wir uns alle also einfach mal dahin. Ich mach das ja, mal kurz, Karas. Bis hier, genau. Okay, Karas macht das. So,
zieh mal seinen Rand der Karte, dann passt wieder schön. Ja, nach einiger Zeit schält sich die Gruppe lautlos, unheimlich still durch den Nebel und taucht dann als erst graue, schimmernde Masse auf, bis dann der Nebel von ihnen abperlt und dann die einzelnen Rüstungen zu erkennen sind. Ja, ich habe Jalan was geschrieben. Soll ich zum Kommunizieren auch würfeln? Also zum Verstehen und ja, klar. Okay. Dann Moment, wo habe ich sonstige Attack? Sprache. Das ist gelungen. So, nah am Crit vorbei. Ich kann mal kurz sagen, hier, ich habe geschrieben, ich sehe nichts. Jalan, hören, wachen. Ich nichts hören, wachen nichts. Priester? Ich glaube nicht, dass ich Sprache Priester kann. Ja, Sprache wird bestimmten Worte Geweihte haben. Sie kann es für Paktiere hat, nehme ich an, aber Geweihte wird drin sein, oder? Ich sage es. Vielleicht ein hoher Mann oder sowas. Ja, oder schlechter Priester, das ginge. Oder böse, na, böse vielleicht nicht, aber man kann das auf alle Fälle darstellen. Ich meine, nur Priester zu sagen, würde ja schon reichen. Der Kontext sollte es dann verdeutlichen. Nicht so, es gibt hier noch andere. Ja. Ich warte nur auf das Zeichen, dass die anderen drei loslegen wollen, um dann ja, Befehle weiterzugeben an die Männer, dass sie sich verteilen sollen, richtig? Gibt keine Waren. Niemand weiß, wo die Paktierer sind. Ich kann das nicht an Karinor mitteilen. Zeig einen Daumen hoch. Wie gut erhalten sieht der Tempel eigentlich aus? Ich habe da mal einen Blick reingeworfen gehabt zwischendurch. Wie gut erhalten sieht der aus grundsätzlich? Neu gebaut, von schlechter Qualität. Also nicht so, dass das irgendwie mal ein Effa-Tempel oder sowas wäre. Das ist tatsächlich einer, der vor ein paar Jahren hier mal aufgebaut wurde und von vornherein ein Charybdoroth-Tempel oder Globomonken-Schrein. Das ist nicht so irgendwie was Abgebranntes oder neu aufgebaut wurde. Wir warten auf die Anführer. Wieder einige Zeichen, die ausgetauscht werden. Der fuchtelt gerade ein bisschen mit Ömer rum, der Anführer. Gut, ich sehe den Kapitän rumfuchteln. Scheinbar aber keine Wachen. Ich gebe dann keine Attackzeichen an die Männer. Ich gebe militärische Zeichenbefehle. Zeig auf die einzelnen Einheiten und sag ihnen dann, in welche Richtung sie vorrücken sollen. Ja, dann beweg sie doch einfach mal. Also sie tun dann das, was sie machen sollen. Irgendwann treten sie natürlich auch aus dem Silenzium-Stille-Kreis heraus, was du nicht hörst, aber was ihnen dann klar wird, und dann gehen sie leicht in gebückte Haltung, aber du kannst sie dann eben so sortieren, wie du das möchtest. Ich habe dann meinen letzten Befehl an Ömer gegeben. Und gehe dann nochmal zu Kiaras, das vorwärts, und beweg mich dann mal vorwärts. Ömer schleicht einmal hinten rum um das Gebäude herum, um durch möglichst viele Fenster nochmal reinschauen zu können, in der Hoffnung, irgendwo vielleicht die Priester, die Feinde, das Ziel zu sehen. Ich möchte vor allem Bogenschützen an den Fenstern positionieren, dass sie reinschießen können. Hinten gibt es weniger Fenster, da vor allem dann die Tür für den Gastwirt, auch noch ein paar Essensreste, die dann da einfach hingekippt worden sind, stinken, verfaulen, noch einen angeleinten Hund, der da erkannt werden kann, der allerdings auch schläft, also nicht wirklich gut dressiert. Kein richtiger Wachhund von Piraten oder von Söldnern, sondern einfach nur so ein Köter, sag ich einfach mal. Und wenn ihr dann hier vorne, hier habt ihr auf alle Fälle eine ganze Menge Fenster, durch die ihr dann reingucken könnt. Hinten, wie gesagt, weniger, dann nur noch so ein kleines Fenster für die Küche, die allerdings auch leer ist. Und wo dann eben fettiger, ranziger Geruch rauskommt. Auch ihr könnt jetzt erkennen, dass jetzt die Tür ist geschlossen, die Fenster, richtig geschlossen sind sie nicht, nur wieder diese Planen oder Folien, die davor gezogen sind, damit das so ein bisschen diesen kalten, schneidigen Wind draußen hält oder den Nebel, und ein paar Kerzen, die noch leicht brennen, talgig, und die Söldner haben euch wohl immer noch nicht erkannt oder gesehen und sind da noch müde in ihr Gespräch vertieft. Sehr schön. Gibt es eine Hintertür? Gut, da werden die zwei, na gut, ich verteile einfach. Hier stellen sich zwei der Hintertür auf, dass, wenn Leute fliehen sollten, es nicht funktioniert. Gibt es hier auf der oberen Flanke ein Fenster?
Hier? Ja, so ein kleines, je nachdem. Also hier sind dann noch irgendwo Küchen oder sowas untergebracht oder ein Hinterzimmer vom Wirt, aber irgendwo hast du dann hier auch noch ein paar Fenster, klar. Kannst du dann auch anlegen lassen drauf, falls da irgendeine Person sich bewegt, ja, genau. Dann. Ja. Also drei Bogenschützeneinheiten, zwei Nahkampfeinheiten gehen dorthin. Ja, ist auf alle Fälle gesichert. Zwei Bogenschützen bleiben hier, dann nehme ich hier drei Nahkampftruppen, praktisch zwei flankieren. Ich stelle mich zuerst hin, damit wir stürmen können zur Not. Genug Bogenschützen, dass sie hineinfeuern können, erste Salve. Das ist eine Falle. Und den anderen gebe ich jeweils einen Nahkampf und zwei Bogenschützentrupps mit zur Sicherheit. Okay. Ja, du kannst jetzt erkennen, wenn du hier Aufstellung nimmst, du darfst jetzt noch einmal sich Versteckenprobe würfeln. Sie ist erleichtert um 3 Punkte. Einfach in die Box, oder? Nee, kannst du offen würfeln. Deine Adler und Schützen werden sich dann eben nach dir richten und nach deiner Probe. Ja, die Piraten haben euch wohl nicht gesehen und sind immer noch in ihre Gespräche vertieft. Die anderen schlafen, wie gesagt, einige in ihrem eigenen Erbrochenen auf dem Boden oder an den Tischen eingeschlafen mit einem Bierhumpen noch in der Hand und die anderen beiden, die noch wach sind, immer noch. Es geht wohl gerade um irgendwelche Frauen, die sie in Feuerhafen gefunden haben, die sie dann irgendwann später, naja, nicht unbedingt heiraten wollen, aber was eben so die typischen Piraten eben besprechen. Und haben euch da auch immer noch nicht erkannt, wenn ihr da gerade Aufstellung habt. Alles wartet auf den Sturm. Noch einmal bei die Schulter geblickt. Ja, dann gibt es ja die Kommandos, wo wir uns hinzustellen haben, oder? Ich werde vermutlich einfach packen, einen links von mir aufstellen, einen rechts von mir. Wollen wir uns wieder neben die Tür stellen, nicht direkt vor die Tür, oder? Ist ein offener Portal, die kommt von aus, oder? Immer stürmt hier in das Gebüsch, versteckt sich dort drin und wartet mit dem Bogen, ob die Leute vielleicht hinten rauskommen. Rosti? Das ist ein offenes Portal hier? So eine kleine Steintreppe, die nach oben führt. 2, 3 Schritte, die du nach oben machen musst. Und dann ist da so ein zweiflügeliges Portal, ja. Geschlossen oder offen? Geschlossen. Ah, okay. Dann nicht, du davor. Nicht verschlossen, aber geschlossen. Genau. Können die Schützen Attack? Wenn du das kannst, können sie es auch. Gut, dann möchte ich einfach hier so ein bisschen links und rechts aufstellen, falls jemand rausrennt. Damit sie euch nicht direkt in den Rücken schießen. Genau. Dann Rückblick zu Karinor. Ich seinen Blick fange. Angriff. Und dann geht's los. Ja, ich schnips einmal als einziges Audiosignal und dann fliegen die Pfeile. Dann fliegen die Pfeile. Stimmen. Ja, also ich schnips einmal, damit sie auch links und rechts die Bogenschützen das hören, dann fliegen überall die Pfeile rein und dann stimmen wir. Direkt hinterher. Ja, beschreib die Situation bitte. Ja, wir. Ich stehe dort, schau nach links, schau nach rechts. Bin sicher, dass es geht. Schnipse laut. Pfeile fliegen an unseren Köpfen vorbei, in die Fenster hinein und ja, dann bin ich auch der Erste, der schon durch die Tür hineinstürmt, gefolgt von 15 Mann und rücksichtslos steche ich auf die Männer und vielleicht Frauen ein, die dort ja liegen, bewusstlos sind, zeige keine Gnade, zeige kein Zögern, halt aber auch schon nach potenziellen Gefahren. Ja, einige erwachen auch noch, wenn dann die ersten Pfeile fliegen, Leute aufschreien, Pfeile, die vielleicht auch verfehlen beim ersten Mal, noch bevor sie zu ihren Säbeln gegriffen haben, stürmt dann das leichte Falkenbanner rein und macht kurzen Prozess mit den Leuten, die dann aufspringen, aufschreien. Sie selber würden auch bis zum Tode kämpfen, einfach weil sie überrascht sind, weil sie nicht wissen, was ihr seid, ob ihr selber Gnade kennt, zeigt. Und daher, das ist ein sehr, sehr kurzer Prozess. Währenddessen tritt Jan in die Tür ein? Ja, möglichst synchron. Es sind ja 2 Flügel. Stürmen macht man nicht da hoch, wenn er denn mitrennen möchte. Und dann tritt er dann hinter ihm, im Sichtbereich, hinter ihm. Ja, Rainer! Ich kann keine Attacke, aber wenn da der Fuß erhoben wird und dann einmal leicht gegen die Tür gedrückt wird, um zum Signal, dass gleich die Tür aufgedrückt wird und dann von 3 auf 0 runtergezählt wird, dann versteht Ahmad die Signale so, wie sie hoffentlich zu deuten sind. Und ja, versucht, die andere Tür synchron mit Jalan aufzutreten. Das Schwert gezogen, rein ins... Ja, das denke ich, ist klar.